Godzilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge von Godzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Gesundheitlich immer noch an den verschiedensten Ecken und Kanten angekratzt, haben uns aber trotzdem vors Mikro gequält. Wie immer bei mir natürlich die Hoax-Mistress Alexa. Ja, die Hustende. Hallo alle zusammen. Und Alexander. Und in der 101. Folge, Godzilla 101, hast du vorhin schon gesagt, ja. Das haben schon ein paar Leute gesagt, machen wir Dinge anders. Wir machen eine ganz kurze Einleitung ab jetzt. Darum sind wir gebeten worden. Deswegen alles Gelaber am Ende. Oder du musst einfach schneller sprechen. Oder ich muss schneller sprechen. Aber worauf wir jetzt ganz kurz noch hinweisen wollen, 2. Oktober, Hörertreffen hier in Hamburg. Alle Infos auf der Homepage und wie man da hinkommt und was man machen muss, um da hinzukommen, beschreiben wir dann am Ende der Sendung. Aber schon mal für euch, guckt jetzt schon mal in den Kalender rein. 2. Oktober, Hörertreffen hier in Hamburg. Und wir machen da mal rasend schnell weiter und erklären hinterher, warum wir jetzt auf einmal immer so eilig sind am Anfang. Der Woche. In der Story der Woche geht es diesmal um das Böse, oh Wunder, was? Denn auch im Thema das Böse, denn auch im Thema der Woche wird uns das Böse, TM, nochmal beschäftigen. Und in der Story der Woche bringen wir das Böse mehr oder weniger auf die Bühne und beschäftigen uns mit Marilyn Manson, dem ganz schreckliche Dinge nachgesagt werden. Wir wissen ja alle, dass er von nichts zurückschreckt, um die Gesellschaft zu provozieren, ihr den Spiegel vorzuhalten und alles zu korrumpieren, was mit Ethik und den christlichen Werten zu tun hat. Und so wundert es einen dann auch nicht, dass bevor ein Marilyn Manson-Konzert überhaupt anfangen kann, ein kleines Ritual stattfindet. Und zwar wirft Marilyn Manson ein paar Welpen in die Menge und das Konzert kann nicht eher beginnen, als bis die Menge, die bei dem Konzert zugegen ist, diese Welpen getötet hat. Eine ganz schreckliche Geschichte und ich muss ganz ehrlich sagen, das geht natürlich absolut zu weit, das muss aufhören. Wenn es denn so wäre. Ja. Also mit Fledermäusen, da gibt es ja so eine Geschichte. Ja, da gibt es irgendwie eine Geschichte, da kommen wir dann nochmal drauf. Wir lösen das dann mal am Ende auf. Thema der Woche. Ja, im heutigen Thema der Woche wird es tatsächlich teuflisch, also ein teuflisches Thema der Woche. denn wir haben uns mit einer Institution mal beschäftigt, über die es wahrscheinlich sehr viele Gerüchte gibt und nur sehr wenig Leute gibt, die sich damit mal wirklich befasst haben. Die Rede ist von der Church of Satan. Ja, und da gibt es ja die gruseligsten Geschichten. Die Anhänger der Church of Satan sind Teufelsanbeter, die in ihren satanischen oder satanistischen Messen Tiere opfern, sogar Babys schlachten. Sie verehren den Teufel, sie knien vor ihm nieder und beten ihn als ihren Gott an und veranstalten alles Mögliche an schrecklichen Dingen. Furchtbare Verbrechen werden ihnen zur Last gelegt. Da gibt es eigentlich irgendwie genug Grund, um die Mitglieder dieser Vereinigung sehr, sehr, sehr zu fürchten, oder? Ja, das ist eben die Frage. Wir haben uns mal intensiv damit befasst und haben mal geschaut, was verbirgt sich denn dahinter und was ist die Church of Satan und was ist sie eben nicht. An der Stelle vielleicht so der Disclaimer vorne ab, dass natürlich Alexa und ich uns grundsätzlich eher weniger mit Religion am Hut haben. Das sei mal vorangestellt. Und wir sind auch nicht so die Vereinsleute. Das heißt, wir sind da nicht eingetreten. Ja, also bevor, weil das ist, in Teilen ist das recht amüsant, was dort passiert in der Church of Satan. Und nachvollziehbar, aber in Teilen ist das auch mehr so Fremdschämen. Und deswegen möchten wir nicht, dass ihr den falschen Eindruck von unseren Schilderungen bekommt. Ja. Was steckt hinter der Church of Satan? Zunächst mal primär vielleicht eine Person, die man nennen muss, nämlich Anton LaVey, der die Church of Satan gegründet hat. An einem bedeutungsschwangeren Datum geschah dies. Total ungeplant bestimmt an diesem Datum. Nämlich in der Walpurgisnacht des Jahres 1966, also am 30. April, der Nacht zum 1. Mai,
Und er hat da ein Ritual begangen, als er diese Kirche gegründet hat. Er hat sich den Schädel kahl rasiert. Das ist natürlich eine Art Initiationsritus. Er hat das immer so ein bisschen verglichen mit so einer Exekutionstätigkeit. Aber es hat natürlich auch wirklich den Hintergrund einer Initiation. Und was macht man, wenn man eine eigene Kirche gründet? Man ruft sich als Hohepriester derselben aus. Ne? Genau, und verkündet natürlich 1966, als das Anno Satanas, also das Jahr des Satans. Anton LaVey selber ist geboren worden am 11. April 1930 in Chicago und starb am 29. Oktober 97. Da gibt es so eine ganz nette Anekdote, denn man fand das eigentlich viel cooler, wenn er an Halloween gestorben sei und hatte dann erstmal sein Sterbedatum um 2 Tage auf den 31. Oktober verschoben. De facto ist er aber am 29. Oktober verstorben. Ja, da hat er sich nicht an den Plan gehalten. Der Kirche zugrunde liegt die Satanic Bible, die satanische Bibel, die Anton LaVey verfasst hat und die 1969 veröffentlicht worden ist. Und in dieser Satanic Bible hat er die Grundlagen der Church of Satan niedergeschrieben, wobei man an der Stelle schon mal sagen muss, dass dieses Werk eigentlich so an allen und Ecken und Kanten zusammengeklaut. Gutenbergt, genau. Ja, ja. Also er hat sich da von anderen Autoren bedient, hat sie aus anderen Religionen, aus anderen magischen, okkulten Dingen bedient. Ja, aber auch von Nietzsche und so. Mhm. Ja, er hat also alles Mögliche in einen Topf geschmissen, was auch dem Umstand geschuldet war, dass offensichtlich sein Herausgeber wollte, dass das Werk dann auch möglichst pünktlich erscheint, weil er noch nicht ganz fertig war. Er hat vor der Zeit als Raubtierdompteur gearbeitet, hat als kleines Kind schon Tasteninstrumente gespielt und ist also mit so einem Zirkus dann viele Jahre durch die Gegend gezogen, dem Clyde Betty Circus. Und da hat er dann, dadurch, dass er auch Orgel spielen konnte, bei den sonntäglichen Andachten, die da stattgefunden haben in dem Circus, für sich einen Schluss gezogen. Ja, also er beschreibt das auch im Vorwort zur Satanic Bible ganz anschaulich, wie er dann dieselben Herren am Sonntag in der Kirche wiedergefunden hat, die am Abend zuvor, also irgendwelchen leicht bekleideten Zirkusmädchen irgendwie nachgegeifert haben. Und um sich dann irgendwie am Tag darauf von ihren Sünden befreien zu lassen, nur um dann am nächsten Wochenende wieder zu sündigen. Und er hat die christliche Kirche dann sehr schnell als bigott, scheinheilig und durch und durch verdorben wahrgenommen. Und das hat ihn natürlich dazu unter anderem bewogen, diesen Pfad zu verlassen und seine eigene, ja quasi religiöse Vereinigung zu einzuberufen. Genau. 69, sowieso ein Jahr des Umbruchs, da gab es viele Strömungen. Dem begotten Amerika wollte man sowieso auch begegnen in Amerika. Das ist ja heute noch so, wie es damals auch war. Wenn man heute mal den Herrn Romney nimmt, der sehr offiziell gegen Abtreibung ist, aber selber Shareholder, also Aktieninhaber von Unternehmen ist, die Präparate und Medikamente zur Abtreibung vertreiben und da viele Millionen mit verdient. Das zeigt schon, wie doppelzüngig Amerika in Teilen ist. Und genau in diese Kerbe hat Anton LaVey natürlich damals reingeschlagen. Ein weiterer Aspekt, den wir hinterher noch mehr ausführen können, der sicherlich dazu auch geführt hat, ist die sexuelle Befreiung zu dem Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, denn die Church of Satan hatte von vornherein ja so eine absolute Toleranz gegenüber allen sexuellen Neigungen letztendlich vorgehalten. Und das war natürlich in Amerika, was auch heute noch Probleme mit Homosexualität hat, natürlich von großem Interesse. Das Hauptquartier der Church of Satan wurde in San Francisco gegründet, und zwar im sogenannten Black House. Was auch wirklich ein schwarzes Haus ist. Und ganz, ganz lustig, wenn man sich das mal so vorstellt, ein schwarz angestrichenes Haus in so einem typischen amerikanischen Vorstadtgebiet, wo alle Häuser gleich aussehen, die Gärten total abgezirkelt sind, mit Lineal gezogen und kein Grashalm
höher sein darf als der andere und jeder Nachbar irgendwie scharf drauf ist, den anderen irgendwie bei irgendwelchen Regelverstößen zu ertappen, dann nimmt einen das nicht wunder, dass das dann aufgefallen ist, was sie wieder so getrieben haben. Das sah auch wirklich aus wie so ein zweietagiges kleines Hexenhäuschen, was die sich da hingestellt haben. Was man erwähnen muss, wir haben eine Dokumentation geschaut, die aus dem Ende der 60er, wenn nicht sogar 69 sogar ist, vielleicht 70, wo also die Church of Satan besucht wird von einem Dokumentarfilm und aber auch die Nachbarn in San Francisco befragt werden. Und da gibt es doch so einige sehr amüsante Szenen, wie die Nachbarn sich auch über die Anton LaVey und seine Church of Satan äußern. Also es ist ganz, ganz witzig gemacht. Den Rahmen dieser Dokumentation bildet ein Ritual der Church of Satan. Dazwischen geschnitten sind eben unkommentiert diese Interview-Schnipsel mit den Nachbarn. Und da kann man also genau sehen, dass Anton LaVey so als Person natürlich irgendwie auch charismatisch rüberkommt. Also die wollen das natürlich auch alle bäh finden und äußern auch ziemlich Kritik an dem, was da so passiert in der Nachbarschaft. Aber man merkt doch teilweise an manchen Äußerungen, dass sie sich irgendwie so eines gewissen Reizes nicht erwehren können. Also Anton LaVey, wie alle Führer von irgendwelchen Vereinigungen, ich sage jetzt mal nicht Sekten, sondern setze das mal in Klammern, zeichnet sich dadurch aus oder zeichnete sich dadurch aus, dass er sehr belesen war. Er war sehr eloquent, er hatte eine sehr wohlklingende Stimme. Und er war sehr belesen, woher auch immer das war. Und charismatisch auf jeden Fall. Und sehr charismatisch, hatte Ausstrahlung und war sehr gut darin, in einer sehr, sagen wir mal, lapidaren Art und Weise der amerikanischen Gesellschaft, denn er ist auch viel in Medien aufgetreten, hat viele Zeitungsinterviews gegeben, war oft im Fernsehen, immer wieder auch den Spiegel vorzuhalten und zu zeigen, dass immer das, worüber man sich dann aufregt über der Church of Satan, gar nicht Phase war und sie in ihrer Church of Satan eigentlich nur das getan haben, was die alle anderen wollten, sich aber wegen ihrer Religion und anderen gesellschaftlichen Zwängen nur nicht getraut haben. Ja. Das ist ja so das, was er immer vor sich hergetragen hat. Der Mensch darf in der Church of Satan den Trieben, denn eigentlich ist der Mensch, wir werden das nachher nochmal vorlesen, eigentlich ein Tier und weil es intelligent ist, das gefährlichste Tier von allen und Tiere haben Triebe und in der Church of Satan dürfen die Mitglieder ihren Trieben halt freien Lauf lassen und das widerspricht eben nicht der Natur wie alle anderen Religionen, die immer nur verbieten, ist die Church of Satan eben eine Kirche, die nichts verbietet, sondern zulässt. Das ist so, glaube ich, so das, was er gerne nach außen getragen hat. Also das, was ich ganz eklatant fand in den beiden langen Dokumentationen, die wir uns angeschaut haben in der Vorbereitung, die wirklich einen ganz guten Einblick liefern, ist, dass das Ganze wirklich so total ambivalent ist. Wenn du die Leute, also Anton LaVey und seine Nachfolger, also später hat dann 2001 hat ja dann Peter H. Gilmore den Vorsitz übernommen, der Church of Satan, das ist auch heute wohl noch. Wenn du die im Interview erlebst und so, und auch die anderen Mitglieder, die schon recht weit aufgestiegen sind, dann sind die wirklich alle sehr eloquent, charismatisch und ganz interessant und erzählen wirklich so teilweise zumindest Sachen, die man nachvollziehen kann und wo jeder denkt, ach ja, okay, das ist ja eigentlich ganz vernünftig. Und dann hast du aber wieder diese komische Ritualseite, wenn die sich dann irgendwie in ihren Kellern treffen und ihre Roben anziehen oder eben auch sich ausziehen, whatever, und dann irgendwie ihre Rituale feiern und dann ist das echt so ein bisschen albern teilweise. Kommen wir mal zunächst mal auf das, was die Church of Satan nicht ist und nicht macht. Also oberstes Statement ist, sie glauben nicht an eine Personifikation Satan, also an irgendeine Art Gottheit, Wesenheit, Satan, sondern Satan ist für sie eine Weltanschauung und eigentlich sind sie Atheisten und glauben an gar keine höheren Mächte. Das muss man, glaube ich, mal ganz konkret so formulieren. Ne? Der Mensch ist im Universum scheißegal. Das Universum kümmert sich einen Dreck darum, dass da irgendwelche sich als höhere Wesen bezeichnenden Tiere im Grunde auf der Erde rumkreuchen. Und wenn überhaupt, dann ist jeder Zentrum seines eigenen Universums und jeder ist sein eigener Gott. Das heißt, du musst auf dich selber Acht geben, du musst selber das erreichen, was du deinen Fähigkeiten entsprechend erreichen kannst. Das solltest du auch tun. Wenn du unter deinen eigenen Möglichkeiten bleibst, dann ist das irgendwie totales Versagen.
aber es gibt halt keine höhere Macht, die angebetet werden muss. Also fällt diese Geschichte mit dem Teufel anbeten und vor ihm niederknien schon mal total flach. Das unterscheidet die Church of Satan, da können wir nachher nochmal mehr dazu sagen, auch von ja, den von ihr so propagierten Pseudo-Satanisten, die dann irgendwelche anderen Gruppen ausrufen und sagen, hier, wir beten aber den Teufel an und so und nennen das dann Satanismus. Da sagt die Church of Satan, das ist alles Quatsch und wenn überhaupt, dann kommt lieber zu uns. Wenn ihr die Wahrheit sucht, bei uns kriegt er sie. Genau. Was nicht heißen soll, dass es nicht Menschen gibt, die draußen rumlaufen und eine Gottheit Satanas anbeten. Die sind aber mit Sicherheit nicht Mitglied der Church of Satan. Mhm. Das muss man nochmal an der Stelle sagen. Das Zweite ist so die Differenzierung zwischen Satanisten und Mitgliedern der Church of Satan. Und zwar insofern, dass natürlich kennt jeder Satanisten, die Tiere köpfen, die Blutopfer auf irgendwelchen Friedhöfen bringen, die im Zweifelsfall, Alex hat das an anderer Stelle schon gesagt, kleine Babys vielleicht töten. All das ist die Church of Satan nicht. Das machen die nicht. Das verurteilen die sogar. Das heißt, in der Church of Satan werden keine Blutrituale mit tierischem oder menschlichem Blut vollführt. Das kann man mal ganz konkret so sagen. Dass es Satanisten gibt, die das tun, steht außer Frage. Die sind aber, zumindest wenn sie Mitglieder der Church of Satan sind, handeln sie nicht nach den Regularien dieser Church of Satan. Auch das sollte man an der Stelle nochmal ganz klar so formulieren. Und doch sind sie wiederum mehr als einfache Atheisten, sonst würde ich sagen jetzt hier, hallo, ich bin auch Satanist irgendwie, ich trete morgen in die Church of Satan an. Es gibt aber bestimmte Gründe, warum ich das eben nicht machen möchte. Denn so nachvollziehbar wie manche Sachen sind, also du sollst anderen nicht deine Meinung aufzwingen, du sollst irgendwie andere in Ruhe lassen, wenn du nicht das Gefühl hast, irgendwie sie wollen was von dir, also quasi machst du dein eigenes Ding und belämmere andere Leute nicht mit deinen Problemen und so. Das klingt ja alles ganz nett. Da sind aber auch teilweise dann halt Regeln dabei, wo ich sagen würde, das geht schon sehr gegen ein vernünftiges Zusammenleben in der Gesellschaft. Wenn es nämlich darum geht, auf Schwache keine Rücksicht zu nehmen. Mhm. Also du kannst quasi selber entscheiden, wer dein Mitgefühl verdient und wer nicht. Du kannst selber entscheiden, wenn jemand dir zu nahe tritt und du ihn gewarnt hast, er soll damit aufhören, dass du ihn dann vernichtest. Du entscheidest also selber, wann das soweit ist, also wann er dir irgendwie zu nahe getreten ist, wann er dich angegriffen hat und wie du ihm dann begegnest, eben nicht, indem du dann die andere Wange auch noch hinhältst, sondern indem du Rache nimmst. Das liegt dann sozusagen als Entscheidung bei dir. Und das führt, wenn man diesen Gedanken mal weiterspinnt, finde ich, zu einer Art Selbstjustiz, die ich für ziemlich gefährlich halte. Und im höchsten Maß so eine Art Sozialdarwinismus. Also die Starken überleben und die Schwachen gehen zugrunde. Ja. Und das wird aber auch ganz klar so propagiert. Also Peter H. Gilmore hat zwar gesagt, dieses berühmte, wenn dich jemand angreift und nicht aufhört, wenn du ihn gewarnt hast, dann vernichte ihn. Das sei auch so zu verstehen, dass man dann ja auch in den Keller gehen kann und dann irgendwie ein Voodoo-Ritual durchführt, in dem man ihm dann irgendwie eine Nadel in eine Puppe stößt und dann irgendwie sagt, so jetzt habe ich dich vernichtet und dann eben auch so eine Art ja, Reinigung erfahren hat. Das heißt also, man ist die Person irgendwie im übertragenen Sinne losgeworden und denkt dann vielleicht nicht mehr an das Problem. Das mag eine Auslegung sein, aber ich weiß nicht, ob nicht vielleicht doch manche Leute dann gerade im Zuge dieses propagierten Auge um Auge, Zahn um Zahn doch auf die Idee kommen, dann irgendwie einem ja, tätlichen Angriff auch ebenso tätlich zu begegnen und dann vielleicht auch nicht mal über die Stränge schlagen ab und zu. Mhm. Es gibt im Prinzip 9 satanische Grundsätze, es gibt 9 satanische Sünden und 11 satanische Regeln der Erde, die sozusagen das sehr gut zusammenfassen. Vielleicht lesen wir die mal kurz vor. Ich kann ja mal beginnen und vielleicht die 9 satanischen Grundsätze vorlesen. Die gibt es in Wikipedia übersetzt, das macht es ein bisschen einfacher, da brauchen wir das nicht simultan übersetzen. Aber die stehen zum einen in der in dem Werk der Satanic Bible und zum anderen in dem weiteren Buch von Herrn Gilmore, der dann auch noch das zweite große Werk der Church of Satan geschrieben hat. Und ich beginne mal mit den 9 satanischen Grundsätzen. Der erste satanische Grundsatz: Satan bedeutet Sinnesfreude anstatt Abstinenz.
Zweitens, Satan bedeutet Lebenskraft anstatt Hirngespinste. Drittens, Satan bedeutet unverfälschte Weisheit anstatt heuchlerischem Selbstbetrug. Viertens, Satan bedeutet Güte gegenüber denjenigen, die sie verdienen, anstatt Verschwendung von Liebe an Undankbare. Das ist das, was Alexa ja gerade schon genannt hat. Satan fünftens bedeutet Rache anstatt Hinhalten der anderen Wange. Auch da eine ganz klare Abkehr der christlichen Werte. Sechstens, Satan bedeutet Verantwortung für die Verantwortungsvollen anstatt Fürsorge für psychische Vampire. Das wird nachher noch ausgeführt, was mit diesen psychischen Vampiren an der Stelle gemeint ist. Siebtens, Satan bedeutet, dass der Mensch lediglich ein Tier unter anderen Tieren ist, manchmal besser, häufig jedoch schlechter als die Vierbeiner, da er aufgrund seiner göttlichen, geistigen und intellektuellen Entwicklung zum bösartigsten aller Tiere geworden ist. Der achte Grundsatz ist, Satan bedeutet alle sogenannten Sünden, denn sie alle führen zu physischer, geistiger oder emotionaler Erfüllung, also alle Sünden, die von anderen Kirchen als Sünde bezeichnet werden, sind nicht im Sinne von Satan. Und der neunte Grundsatz, Satan ist der beste Freund, den die Kirche jemals gehabt hat, denn er hat sie all die ganzen Jahre über am Leben erhalten. Das ist natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, mit dem Augenzwinkern. Ja, also da kann man sich eines Grinsens nicht erwehren. Ja. Genau. Mhm. Wir können ja nochmal die neuen satanischen Sünden nennen, wo wir schon mal dabei sind, die Grundlagen zu definieren. Sünde Nummer 1, Dummheit. Nummer 2, Anmaßung. Nummer 3, Solipsismus. Nummer 4, Selbsttäuschung. Nummer 5, Zugehörigkeit zur Herde, also der berühmte Herdentrieb. Nummer 6, Mangel an Perspektiven. Nummer 7, Vergesslichkeit gegenüber früheren Grundsätzen. Nummer 8, kontraproduktiver Stolz. Und 9, Mangel an Ästhetik. Vielleicht sagen wir zum Solipsismus noch ein paar kleine Worte. Ja, das hat mich so ein bisschen gewundert, das da unter den Sünden zu finden, weil das im Prinzip in seinen verschiedenen philosophischen Ausprägungen ja, das eigene Bewusstsein über alles steht und das eigene Ich als höchsten Wert anerkennt. Und ich frage mich ein bisschen so, wo da der Widerspruch ist. Also es ist eine philosophische Denkart, metaphysischen, methodologischer und einen ethischen Solipsismus gibt es. Und all das ist tatsächlich eben so eine Egozentriertheit. Und ja, warum das dazugehört, das müsste uns Herr Grimmor oder so nochmal genau erklären. Nächste Woche, wenn wir mit ihm telefonieren. Genau, wenn wir eingetreten sind. Ja, ja. Kommen wir nochmal vielleicht zu den 11 satanischen Regeln der Erde. Ein weiteres grundlegendes Regelwerk mit 11 Regeln. Und da kommt jetzt genau das, was Alexa auch geschildert hat und was auch nochmal oben in den Grundsätzen zu Werke kommt. Also, gib deine Meinung oder Ratschläge nicht preis, außer du wurdest gefragt. Das hat Alexa schon genannt. Das zweite, berichte anderen nicht von Sorgen, es sei denn, du bist dir sicher, dass sie hören wollen. Das ist so ein bisschen auch psychische Vampire, was damit gemeint ist. Die können das nämlich sehr gut in deren Definition. Die dritte Regel, wenn du dich in den Räumlichkeiten eines anderen aufhältst, erweise ihm Respekt oder geh nicht dorthin. Klingt ja auch erstmal schlüssig. Viertens, wenn dich ein Gast in deinen Räumlichkeiten belästigt, behandle ihn grausam und ohne Gnade. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, Andrew LaVey hat immer darauf, ja, hat immer betont, dass das, was in den Werken drinsteht, so auch zu verstehen ist, wie es da steht, ja, und nicht zu interpretieren ist. Genau, im Englischen sagt er, es sind Sachen, die carnal sind, das heißt, die sind absolut fleischlich, sie sind so, wie sie sind. Und da muss man nicht irgendwie großartig dran rumdeuten. Und dann liest sich das natürlich irgendwie schon. Kann man drüber stolpern. Kann man drüber stolpern. Fünfte Regel: Starte keine sexuellen Annäherungsversuche, außer du bekommst ein Signal dazu. Sechstens: Nimm nichts an dich, was dir nicht gehört. Es sei denn, es ist eine Bürde für die andere Person und sie schreit danach, davon erlöst zu werden. Siebtens, respektiere die Kraft der Magie, wenn du sie erfolgreich eingesetzt hast, um deine Wünsche zu erfüllen. Wenn du die Kraft der Magie abstreitest, nachdem du sie erfolgreich angerufen hast, wirst du alles verlieren, was du hast. Achtens, beschwere dich über nichts, dem du dich nicht aussetzen musst. Neuntens, verletze keine kleinen Kinder. Zehntens, töte keine nichtmenschlichen Tiere, solange du nicht angegriffen wirst oder Essen brauchst. Ganz spannend dabei übrigens, dass da nicht drin steht, dass man keine menschlichen Tiere töten darf, ne? Ja klar, denn es kann ja passieren, dass ein menschliches Tier dich angreift und dann darfst du dich natürlich
wehren und dann darfst du es unter Umständen auch töten. Und das ist nämlich genau die 11. Regel. Wenn du im offenen Gelände unterwegs bist, belästige niemanden. Wenn dich jemand belästigt, fordere ihn dazu auf, dies zu unterlassen. Wenn er nicht damit aufhört, vernichte ihn. Ja, also das sind so, ich finde, viele Dinge, die so auf den ersten Blick total cool klingen und wenn man dann mal näher drüber nachdenkt, doch irgendwie so ein paar Probleme aufwerfen, weil einfach auch vieles Interpretationssache ist und weil der Mensch leider nun mal, ob diese Regeln jetzt Kanon sind oder nicht, dazu neigt zu interpretieren. Das heißt also, wer würde denn entscheiden, ob jemand ein Signal dazu bekommen hat, sich sexuell anzunähern einer anderen Person? Ja. Also da kannst du dann immer noch sagen, im Zweifel so, ja, aber ich habe doch von dir ein Signal erhalten irgendwie und dann kannst du dich auch wieder rausreden. Das heißt also, das sind augenscheinlich einfache Regeln, die, wenn man sie hinterfragt, dann vielleicht doch nicht ganz so einfach sind. Mhm. Kommen wir vielleicht nochmal auf die, man kann ja jetzt nicht Gottesdienste sagen, sondern auf die Rituale der Church of Satan zu sprechen. Ja, und der Punkt der Magie. Und der Punkt der Magie. Also zunächst mal gibt es ja keine Gotteshäuser, sondern es ist so, dass die Church of Satan in sogenannten Grotten organisiert ist und diese Grotten sind in der Regel privat. Ja, da, Häuser genau, da können Wohnungen. Wir bei der Struktur hinterher auch noch mal ein paar mehr Worte dazu sagen. Also du wirst nicht in irgendeine Stadt in die Church of Satan gehen, das heißt also in die Kirche des Satans als einem Ort, sondern du bist dann wahrscheinlich bei irgendeinem Mitglied zu Hause. Genau, in der Grotte sozusagen. Und was findet dort statt? Also was du schon anfänglich gesagt hast in der Dokumentation, das muss man jetzt auch nochmal ausführlich schildern, ist, dass Anton LaVey selber also heute würde ich ja sagen, mit einem total billigen Karnevalskostüm. War ein bisschen schwer zu sehen, weil es so dunkel war. Ja, auf alle Fälle hatte er so ein Mephisto-Hörnchen und so eine Dreiecks-Mephisto-Verkleidung an und hat damit das Ritual abgehalten, was also tatsächlich, wo man so als Außenstehender drauf kommt, also sehr schnell zum Fremdschämen kommt, weil das wirklich albern aussah. Und das hat mich persönlich auch sehr an meine Live-Rollenspielerfahrung erinnert. Also genau sehen halt auch Rituale bei einem Live-Rollenspiel aus, wo man eben so tut, Moment, als ob... die sind teilweise wirklich besser gemacht. Die sind zum Teil auch besser gemacht, okay. Genau, also das war schon so sehr befremdlich. Was aufgefallen ist, was auch mal wieder im Kontext der Church of Satan ja thematisiert wird, ist der sogenannte Nude Altar. Der nackte Altar. Was sie haben, ist im Prinzip kein wirklicher Altar, sondern sie haben meist irgendeinen Tisch, irgendwas, eine Kommode, wie auch immer. Und so in der reinen Leere muss dann dort eine nackte Frau liegen und diese nackte Frau ist dann sozusagen der Altar. Auch das zeigt natürlich die fleischliche Seite der menschlichen Existenz. Ne? Also der Mensch ist nichts weiter als ein Tier und ja, Fleisch, das denken kann, mehr oder weniger. Ja, und das wird also auch in der Dokumentation nochmal deutlich. Also da werden dann eher so Rubens-Frauen, die waren offensichtlich sehr angesagt bei Anton LaVey, die dann eben während eines Rituals sozusagen da nackt auf dem Altar liegen oder sitzen. Wahlweise kommt dann auch nochmal ein nackter Mann mit einer Maske dazu, dem dann der Hintern versohlt wird. Das ist echt wird. So abgefahren, ne? Also mit Spanking und allem Zip und Zap. Also das ist schon witzig. Da mischt sich dann auch so eine SM-Szene natürlich mit hinein. Wobei die auch sagen, irgendwie, also Sex während der Rituale muss nicht sein. Also ne, es braucht halt keinen Vorwand, um Sex zu haben, weil ne, die können eh machen, was sie wollen, ja. Nach dem Motto. Aber müssen sie das nicht unbedingt ist auch nicht Ritualen. Ausgeschlossen. Nö, also, wahrscheinlich nicht. Also die Rituale, die wir beide jetzt in den beiden Filmdokumentationen gesehen haben, also eine aus den wirklich frühen Zeiten der Church of Satan, die andere von 2008, werden wir auch natürlich im Forum verlinken, waren, also da war die 69-70er Doku, also da waren sehr viele nackte Frauen, in der 2008er Doku gab es das nicht. Wobei ich mich inzwischen frage, ob wir die geschnittene Version gesehen haben, oder die komplette Version, weil auf der Internetseite von dem Typen steht, der die gemacht hat, dass die quasi jetzt dann, nachdem man die DVD dann irgendwie kaufen konnte, nur noch geschnittene Versionen in Umlauf gebracht werden oder so. Gut, aber also aber man weiß es nicht, aber auf jeden Fall war das recht harmlos. Ich wüsste nicht, an welcher Stelle da jemand nackt gewesen sein sollte. Also soll nur heißen, durchaus, also Orgien oder so derlei Dinge sind sicherlich da nicht ausgeschlossen bei diesen Ritualen. Und wie gesagt, da nochmal so dieser Aspekt, dass eben Homosexualität, Bisexualität, all das völlig in Ordnung ist und wenn also in diesem Ritual
Ritual dann offensichtlich so ein Signal ausgesendet wird, dann kann man das auch tun. Also insofern ist das sicherlich ein Aspekt gewesen, der viele Leute angezogen hat, eben genau gegen all das, was die Kirche, du sollst nämlich keinen Sex vor der Ehe haben, du sollst dich nicht selbst befriedigen, Fleischeslust ist sowieso böse und das widerspricht ja eigentlich natürlich auch unserer eigentlichen Natur, denn der Mensch soll sich essen, soll schlafen und soll sich vermehren, so darauf sind wir irgendwie mehr oder weniger ausgerichtet und das ist schon schwierig, wenn eine Religion all das oder gerade den Fortpflanzungstrieb irgendwie erschweren möchte. Und da hat er natürlich ein gefundenes Fressen gehabt, der Anne Levay. Zu den magischen Ritualen muss man sagen, das ist so ein bisschen der okkulte Gemischtwarenladen, der da stattfindet. Das wird sich überall bedient. Also erstmal Punkt 1 ist, es heißt nicht umsonst Church of Satan. Die haben das, also Anne Levay hat das eigentlich nicht ungeschickt gemacht. Er hat den Menschen das Christentum unter Umständen nehmen wollen. Also er hat natürlich nicht aktiv missioniert, das werden wir hinterher auch nochmal kurz ansprechen, aber er hat ein Angebot gemacht, dass die christliche Religion durch ja, seine Standpunkte zu ersetzen und er hat das Ganze dann natürlich als Kirche mit einem hohen Priester und so weiter konzipiert und da schon mal Anleihen aus der christlichen Religion benutzt. Mhm. Einfach um weiterhin gewisse Symbole zu verwenden. Auch wahrscheinlich, im Ablauf sozusagen. Auch im Ablauf. Es ist wirklich eine Art ja, Messe, mehr oder weniger. Endlos übrigens. Das ist Punkt 1. Das heißt, er hat das eine durch das andere ersetzt. Er hat den Menschen quasi weiterhin Symbole bieten wollen. Und dann ging es natürlich los mit irgendwelchen ägyptischen Gottheiten, die da angebetet, also nicht, nein, es werden keine Gottheiten angebetet, aber Symbolik, die da verwendet wird. Ja. Dann kommt die nordische Mythologie dazu. Dann nimmt man sich auch halt ein bisschen, was da so reinpasst. So wird Voodoo. Dann Voodoo, genau, spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Das heißt also alles, was also erlaubt ist, was gefällt. Und auch ganz verbreitet sozusagen, dass die weiblichen Mitglieder der Church of Satan, die einen höheren Rang dann auch bekleiden, da kommen wir ja nachher noch dazu, da sagst du bestimmt noch was zur Mitgliederorganisation, in der Regel dann auch Hexen sind. Also auch dieser Ausdruck der Hexen, die sich dann also der Church of Satan verbunden fühlen, weil sie Magie wirken können. Also all das, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit Okkulten was am Hut hat, kann sich in der Church of Satan letztendlich auch wiederfinden. Kann sich da wiederfinden, wobei das so ein bisschen so eine zwiespältige Sache ist. So gerade mit diesem ganzen Wicca-Kult und so, da hat er natürlich auch oder seine Nachfolger ein gespaltenes Verhältnis, weil er sagt, da sind auch ganz viele Gruppen dazu, die machen das, was wir machen, aber die wollen das böse S-Wort nicht verwenden. Die sind also alle irgendwie total pseudo und das ist wieder unser Alleinstellungsmerkmal, was uns dann zwingt zu sagen, hier, das ist bäh, kommt lieber zu uns, wenn ihr Wahrheiten sucht. Also es ist ein ganz schwieriges Verhältnis, aber im Grunde genommen hast du natürlich recht, irgendwie, dass sich Elemente aus allen möglichen diesen Dingen da in solchen Ritualen wiederfinden. Was ganz spannend ist, ist ja auch die Abgrenzung von Anne Levay gegenüber Aleister Crowley, die ja zeitlebens getragen hat. Also wir haben ja in Folge 45 haben wir ja mal eine Folge über Aleister Crowley gemacht, der ja natürlich zeitlich deutlich vor Anne Levay gelebt hat. Aber in den Grundzügen, was so Magie und Weltbild und solche Dinge anging, sexuelle Freiheit, waren die eigentlich deutlich dichter beieinander, als dann hinterher die Church of Satan irgendwie sagen wollte. Also ich kann mir höchstens vorstellen, also Crowley hat sich erstens selber nicht als Satanist bezeichnet und bezeichnen wollen, obwohl er durchaus so ein bisschen damit gespielt hat. Also wenn er sich als das große Tier bezeichnet, dann hat das natürlich wieder irgendwie so einen Bibelbezug. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass Crowley so ein bisschen näher an der, also ne, an der tatsächlichen Magie ist als Anton LaVey hinterher. Wahrscheinlich würde ein Mitglied der Church of Satan sagen, wir wirken Magie, weil wir unseren Willen fokussieren wollen. Letzten Endes passiert das alles irgendwie aus uns heraus und aus unseren Fähigkeiten heraus. Also da kommt keine Fee und streut irgendwie Feenstaub und dann passiert irgendwas Magisches oder so, sondern das funktioniert einfach nur so, dass wir unseren Willen auf etwas richten und dann kriegen wir es auch. Ja, das ist nochmal gut, dass du sagst. Mind over matter. Ja, also so eine Art letztendlich Placebo-Effekt so ein bisschen auch. Also es gibt in der 60er, 70er Jahre Doku gibt es
dann ein Typ mit einer erektilen Dysfunktion, der während eines Rituals dann also Satan beschwört, ihm doch da mehr Standfestigkeit zu geben. Anton LaVey in seinem Hörnchenkostüm mit so einem kleinen Säbel schlägt ihn dann so wie bei so einem Ritterschlag auf die Schultern und sagt ihm, dass es ihm dann also jetzt gewährt wäre und die Gemeinde unterstützt das, während also eine nackte Frau da auf diesem Altar rumliegt. Also das hat sowas völlig Skurriles und einer will, dass sein neuer Nachbar sich in ihn verliebt. Das soll Satan ihm gewähren. Also das ist so ein bisschen so all das, was in meinem Leben nicht läuft. Das kann ich mal in so einem Ritual loswerden. Und wenn es klappt, dann war es halt toll. Kann man machen, aber muss man aber nicht. Ja, also das mögen alles im Prinzip erstmal in erster Linie Atheisten sein. Also Gilmore sagt auch ganz klar, die Church of Satan oder der Satanismus der Church of Satan beginnt mit Atheismus. Aber es ist doch schon irgendwie, wenn man sich diese ganze esoterische Seite anguckt, so zumindest ein bisschen mehr als das. Ja, also wie gesagt, manches ist sicherlich irgendwie nachvollziehbar, manches geht aber dann auch so ein bisschen so übers Ziel hinaus. Und ich denke, so charismatisch, wie die Mitglieder teilweise rüberkommen in den Interviews, wenn man die dann irgendwie so in ihren Roben sieht, dann wird das Bild irgendwie, also finde ich zumindest, so ein bisschen zerstört. Ja, und also sie sind aber auch, glaube ich, sehr gut darin, so ein bisschen Marketing zu betreiben, wenn man Peter H. Gilmore nimmt. Das heutige Hauptquartier der Church of Satan ist im Stadtteil Hell's Kitchen in New York. Also natürlich eine liebische Freude. Das ist natürlich auch alles so ein bisschen auf Marketing natürlich getrimmt, damit das auch ansprechend wirkt. Und auch Anton LaVey, der ja Raubtierdompteur, wir haben das schon angedeutet, war, hat dann irgendwann einen Löwen gehalten in San Francisco, da in seinem Haus. Wo er mit Frau und Tochter übrigens lebt, also irgendwie, ne, also war schon irgendwie auch eine Familie so. Relativ normal, bis auf das, was genau, und das war, ging so lange gut, bis der Löwe dann irgendwann mal relativ ausgewachsen war, nächtelang rumgebrüllt hat und die Nachbarn dann auch regelmäßig die Polizei verständigt haben. Und als dann ein Gast in die Church of Satan einen Jaguar mitgebracht hatte, hat dann der Löwe im Nachgang sozusagen sein Revier verteidigen wollen, hat dann das ganze Interieur zweimal hintereinander zerstört und dann hat die Familie ihn dann dem Zoo von San Francisco geschenkt. Schweren Herzen. Das zeigt natürlich auch, dass das alles so ein bisschen sehr skurrile war. Das ganze Black House, was heute übrigens ja nicht mehr existiert, war vollgepfropft mit Symbolen ägyptischer Natur. Es waren überall Totenköpfe und es gab Skelette, die irgendwie in der Gegend rumgestanden haben. Anton LaVey selber hat gemalt, so ganz skurrile Bilder, die überall an der Wand hingen. Es gibt übrigens ein YouTube-Video von ihm, fällt mir gerade ein, wo er die Orgel spielt. Und da musste ich so an diese ganzen, ich weiß nicht, ob die dadurch inspiriert sind, irgendwie diese ganzen Filmbösewichte, die da vor ihren Orgeln sitzen und dann irgendwie evil vor sich hin Klavizimbeln denken. Es war zum Schießen total geil. Er spielt natürlich, denke ich, auch selber irgendwie so mit diesen ganzen Klischees. Also der Typ ist nicht dumm. Ich denke, man kann ihm vieles nachsagen, aber dumm ist er ganz sicherlich nicht. Und er hat sich, glaube ich, auch mitunter ganz gerne selber mal auf die Schippe genommen. Vor allen Dingen hat er natürlich davon gelebt. Also man muss ja mal sagen, er hat keinen anderen Job da mehr bekleidet, als Head of the Church of Satan zu sein. Und davon konnte er offensichtlich ganz angemessen leben. Scheint so Bücher veröffentlicht. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht, das hinzubekommen. Ja. Also haben wir denn jetzt alle schon mal so zusammengefasst? Vielleicht noch heute die Hierarchie, Struktur. Genau, und sozusagen ja heutige Mitgliederwerbung oder eben auch nicht. Die Church of Satan, die Vereinigung, besteht in ihrer Spitze aus einem Rat der Neun, dem Council of Nine. Da wiederum findet sich wieder der Order of the Trapezoid, das heißt der Orden des Trapezes. Und der wiederum besteht aus einem Hohepriester und einer Hohepriesterin. Genau, Peter H. Gilmore, wie gesagt, steht dann in der Kirche inzwischen heute vor. Mhm. Man wird mit einem Lifetime-Fee von, glaube ich, $200, kann man Mitglied werden in der Church of Satan? Kann man nicht aktives Mitglied werden, genau, da kriegst du dann irgendwie da kriegst du dann die rote Karte. Das ist lustig, so ein Mitgliederausweis, das ist dann, ne? Okay. Total klasse, ich glaube, dafür musst du nur unterschreiben, irgendwie, dass du die Regeln irgendwie so ganz cool findest, die Grundsätze einhältst.
Dann bist du das also. Wenn du allerdings ein aktives Mitglied werden möchtest, dann sieht die Sache schon etwas anders aus. Dann wirst du nämlich über relativ lange Zeit ziemlich genau unter die Lupe genommen vom Council of Nine. Und die wollen natürlich auch, um die anderen Mitglieder zu schützen, sicher gehen, dass sich da nicht einfach jemand einschleust, um irgendwelche Ritualen beiwohnen zu können, um irgendwie mehr Informationen zu kriegen, die er dann hinterher irgendwie ausplaudert. Was ja auch das insofern also, schwierig ist, weil sobald du irgendwo hingehst, weißt du, der da wohnt, genau, dann bist ist du halt bei wem zu Hause. Ne? Es ist halt so, dass es kein Gebäude ist, kein öffentliches, wo du dann hingehst, sondern zu irgendeinem Mitglied. Und die Church of Satan würde niemals von sich aus irgendwie missionieren. Das heißt, denen ist nicht daran gelegen, möglichst viele Mitglieder einzusammeln, sondern die Türen stehen offen für jemanden, der es wirklich ernst meint, der sich damit beschäftigt hat, der sich eingelesen hat und der dann wirklich Mitglied werden möchte, vielleicht auch aktives Mitglied. Aber die würden nie von sich aus sagen, irgendwie so, Leute, kommt alle zu uns, hier bei uns findet da alle eine offene Tür, sondern das Denken ist schon recht elitär. Das ist ja auch genau der Punkt. Also die Church of Satan kann ja gar nicht wollen, dass alle Mitglied werden, denn es soll ja eine Elite auch existieren. Es soll ja diesen Darwinismus geben, also dem Schwachen soll ja auch nicht geholfen werden und er soll ja auch bitteschön nicht Mitglied der Church of Satan werden. Also das widerspricht tatsächlich dem Tenor der Church of Satan, dass jeder Mitglied werden kann. Es ist auch so, du steigst dann in den Reihen, zu, etwa zum Magus oder Magistra oder wie auch immer, dann nur auf, wenn du dich auch wirklich um die Church of Satan verdient gemacht hast. Das heißt, wenn du vielleicht Schriften verfasst hast, die der Church of Satan dienlich sind, wenn du halt Taten vollbringst, die irgendwie ja ruhmvoll sind. Und wirtschaftlicher Erfolg ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und wirtschaftlicher Erfolg, ganz wichtig, ja. Also sie haben gerne Leute in ihren Reihen, die reich sind und beruflich sehr erfolgreich sind. Wobei die natürlich auch kein Problem damit haben, irgendwie Steuern zu zahlen. Anton LaVey hat mal gesagt, er wäre absolut dafür, dass wirklich alle Religionen bis zum Stehkragen mit Steuern belegt werden. Das wäre ihm eigentlich das Allerliebste. Ja, das wäre sehr schön. Das stimmt, da hat er nochmal so einen netten, ich kriege ihn gar nicht mehr hin, Pann gegen die katholische Kirche geführt. Should be text to the hilt. Genau, wenn die alle, dann würden die nämlich pleite gehen, dann hätte sich das Thema Kirchen erledigt. Ja. Ich glaube, so war so sein Tenor, was das angeht. Wer da wirklich Interesse dran hat, die Church of Satan hat tatsächlich eine offizielle Homepage. Ja, da ist auch eine Fülle an Informationen geboten. Wobei ich sehr sagen muss, also diesen Ästhetik, das als Sünde, also da müsste eigentlich dann schon einer längst im Höllenfeuer schmoren. Denn also die Seite ist wirklich von einem anderen Sternen und schon unfassbar alt. Also lila Schrift auf schwarzem Untergrund geht mal gar nicht. Aber gut, wenn sie das denn hübsch finden und das dem satanischen der satanischen Ästhetik entspricht, dann sollen sie das die machen. Die Ästhetik bezieht sich wahrscheinlich eher auf die Mitglieder und nicht unbedingt auf das Webdesign. Ich soll das wörtlich nehmen, sagen die. Dann nehme ich das auch wörtlich. Recht aber da sind sehr viele Interviews, Informationen, da kann man sich auch mal durchklicken und kann sich da nochmal Sachen anschauen. Also wir können an der Stelle schon mal festhalten, Church of Satan, eigentlich ein Club von etwas durchgeknallten Leuten, ein bisschen Rollenspiel geplant, gepaart mit Orgien und ein bisschen Sex, Offenheit allen Religionen, allen sexuellen Ausrichtungen gegenüber, okkulter Gemischtwarenladen für alle, Kritik an Gesellschaft und Kirche und sozialdarwinistisch bis zum Stehkragen. Aber ich glaube, wir müssen noch einen ganz kurzen Schwung schlagen zu Death Metal und gerade Skandinavien und der Church of Satan. Also wir haben ja schon mal gesagt, Satanisten, die auf den Friedhof gehen, Gräber schänden, Kirchen anzünden und Tiere oder Menschen töten. Das entspricht zunächst mal nicht der Church of Satan. Aber es gibt trotzdem die Assoziation, gerade bei den Black Metal und Death Metal Bands in Skandinavien, dass die auch mit der Church of Satan verquickt sind. Ne? Also ich hatte ja eingangs erwähnt, dass es in den USA in den 80er und 90er Jahren diese Satanic Panic, das heißt übrigens wirklich so, gegeben hat, wo dann wirklich der Church of Satan diese ganzen Verbrechen angelastet wurden. Und so machte es sich dann in Skandinavien, als da gewisse Black-Metal-Bands aufkamen, natürlich auch nicht schlecht, als gewisse Dinge da schiefgelaufen sind, das Ganze reißerisch in den Medien als satanische Taten und satanische Morde und Selbstmorde und wie auch immer zu verkaufen. Da stecken sehr unschöne, sehr traurige Geschichten dahinter, aber sicherlich nicht irgendwelche Taten der Church of Satan. Die Mitglieder der verschiedenen Bands, die da angesprochen sind, das würde jetzt wirklich zu weit führen, da im Einzelnen die Geschichten der Bands zu
rekapitulieren, haben sicherlich auf die ein oder andere Art mit dem Satanismus, den man so kennt, oder der Teufelsanbetung geflirtet. Die mögen auch Anton LaVey gelesen haben, haben sich dann teilweise aber wieder davon distanziert. Manche weniger, manche mehr. Haben also sicherlich nicht irgendwelche Taten im Namen der Church of Satan begangen. Es ist da zu Morden gekommen. Es hat da zum Beispiel einen Selbstmord gegeben, eines Bandmitglieds. Der Freund, der ihn dann gefunden hat, hatte nichts Besseres zu tun, als Fotos von der Leiche zu machen, die dann hinterher sogar auf dem Plattencover gelandet sind. Gut, das sind natürlich alles schreckliche Dinge, aber sicherlich nicht satanisch motiviert. Dass da Kirchen gebrannt haben in Skandinavien, dass da Gräber geschändet worden sind, hatte natürlich einen antichristlichen Hintergrund, definitiv. Ist aber dann eher in dem Willen verankert, das Christentum zu vernichten und sich wieder auf die eigenen skandinavischen Wurzeln, sprich Wikingertum und andere Dinge zu besinnen. Und hat was damit zu tun, dass die in ihrer Wahrnehmung sehr brutale Art und Weise christianisiert worden sind. Ja, ne? Genau, da steckt letzten Endes dahinter, diese Wahrnehmung. Das heißt also, man ist auf jeden Fall Antichristentum, aber nicht unbedingt Mitglied der Church of Satan. Insofern sollte man da schon differenzieren und nicht unbedingt so nachquatschen irgendwie, ja, hier, da waren die Satanisten wieder unterwegs. Ist eine ähnlich heterogene Gruppe und das muss man, glaube ich, ähnlich verstehen wie auch bei Computerspielen. Also ne, Ballerspiele erzeugen nicht Mörder und nicht alle Antäter und Amokläufer haben auch Ballerspiele gespielt, sondern halt sehr heterogen. Es kann da auch Anhänger des Satanismus geben oder sogar der Church of Satan, muss aber nicht. Ja. Sondern da gibt es sicherlich auch einige, also die damit kokettieren. Genau, es gibt einen, der nachweislich aber keine Verbrechen begangen hat, der Mitglied der Church of Satan ist, nämlich King Diamond. Von dem wissen wir es auf jeden Fall. Der nochmal in welcher Band dabei ist? Der war bei Mercyful Fate, ist jetzt aber dann solo unterwegs seit einiger Zeit. Genau, und andere berühmte Mitglieder sind zum Beispiel Marilyn Manson, Sammy Davis Jr. war Mitglied der Church of Satan, Jane Mansfield hast du, glaube ich, gerade schon reingeworfen. Also da gab es auch durchaus einige Prominente in den Vereinigten Staaten, insbesondere die Mitglied der Church of Satan, Mark Almond, seinerzeit auch der Sänger, wer den kennt. Wobei, du musst dich natürlich als Mitglied schon gar nicht als aktives Mitglied irgendwie outen, das würde die Church of Satan auch gar nicht von dir verlangen. Du musst auch nicht irgendwie den Märtyrer spielen, das heißt irgendwie, wenn da Angriffe sind, dann kannst du zwar natürlich, wollen die natürlich auch ihr Image aufbessern und sagen dann natürlich in Interviews, wenn dann an Vorwürfen nichts dran ist, dass da nichts dran ist, das ist ganz klar, aber sie wollen halt auch nicht unbedingt irgendwelche Märtyrer kreieren, das heißt, das muss also nicht sein, du musst dann nicht sagen, ich kämpfe hier für das Recht von Satan, hey, bla und look, hey Satan in aller Öffentlichkeit, ist gar nicht gefordert, die sind da alle recht zurückhaltend, zurückgezogen, elitär, ja, und fliegen so ein bisschen unterm Radar, wenn sie können. Und ein bisschen spleenig. Natürlich. Ja, ich glaube, wir haben euch erstmal hier so versucht, jetzt umfassend das zu zeigen, was diese Church of Satan denn nun ist und was sie nicht ist. Im Forum werdet ihr die Dokus finden, von denen wir gesprochen haben. Links natürlich wie gehabt und dann könnt ihr euch noch ein bisschen einlesen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Huxeler Stammhörer auch nach der Lektüre und nach dem Anhören dieser Folge nicht aufspringen werden, sagen, ich möchte jetzt Mitglied der Church of Satan werden, sondern ganz im Gegenteil, habt ihr jetzt so ein bisschen Infos, um vielleicht bei der nächsten Party, wo euch einer was von Satanisten erzählt, dem einen oder anderen Vorurteil auch mal vernünftig zu begegnen. Aber es lohnt sich trotzdem mal, Anton LaVey reden zu hören. Also ruhig mal irgendwie ein Interview anguckt. Genau, oder so. Guckt euch mal ruhig ein bisschen was von dem an, weil der hatte schon durchaus Charisma und das erklärt dann auch vielleicht, warum die Church of Satan heute noch existiert. Charisma aber nur ohne Teufelshörnchen. Das stimmt, mit Teufelshörchen sah es ja albern aus. So, machen wir mal einen Deckel drauf und kommen wir mal erstmal zur Aufklärung der Hundebabys. Die Auflösung. So. Kommen wir zur Auflösung. Wir haben jetzt erfahren, dass Marilyn Manson Mitglied der Church of Satan ist. Wir haben natürlich die ganzen Geschichten gehört gerade und jetzt werden unsere Hörer natürlich eins und eins zusammenzählen und darauf kommen, dass die Geschichte auf jeden Fall wahr ist. Nein, Scherz. Also da ist natürlich nichts dran. Es werden irgendwie keine Hundebabys geschlachtet, von der Menge zerfetzt oder sonst irgendwie geopfert, damit ein Marilyn Manson Konzert an den Start gehen kann.
Witzigerweise ist das wohl eine Geschichte, die irgendwie verschiedenen Leuten im Laufe der Zeit, also verschiedenen Rockstars, immer wieder angedichtet worden ist. Das ging los mit Alice Cooper, das ging dann über Ozzy Osbourne bis jetzt eben hin zu Marilyn Manson. Mal gucken, wer dann als nächstes dran ist. Das ist natürlich alles Quatsch, ist natürlich nur ein Mittel, um zu zeigen, wie furchtbar, furchtbar evil, böse und schrecklich diese Personen sind. Die Geschichte mit der Fledermaus und Ozzy Osbourne will ich aber trotzdem noch mal kurz erzählen. So wie er das darstellt, so wie man das heute irgendwie findet, ist ihm das arme Tier wohl auf die Bühne geworfen worden und er dachte, das wäre ein Gummitier und hat dann leider beim Abbeißen des Kopfes zu spät gemerkt, dass es sich um ein echtes Tier handelt. Da war der Schock natürlich groß und es war hinterher auch furchtbar unangenehm. Weil dann natürlich hier sowas kommt, auch wie Tollwutimpfungen und all solche Scherze. Also, es war arme, arme Fledermaus, das war natürlich schrecklich. Irgendwie. Keine schöne Geschichte. Nee, das war keine schöne Geschichte. Aber keine Hundebabys. Ja, kommen wir nochmal kurz darauf, jetzt zu sprechen, was Neues an Folge 101 von Huxilla, nämlich der Umstand, dass wir die Einleitung jetzt ganz, ganz kurz fassen ab der Folge 101 und so ein bisschen von dem, was wir vielleicht als Geplänkel oder als zusätzliche Informationen liefern wollen, am Ende der Sendung bringen. Es hat immer wieder Stimmen gegeben, die das von vornherein gefordert haben, die gesagt haben, Einleitung mit bla bla, wollen wir gar nicht haben, macht direkt das Thema der Woche, kommt zum Punkt. Andere wiederum haben gesagt, nee, das fanden wir total nett, das hat so einen Wohnzimmer-Touch, euch beiden zuzuhören. Und wir haben natürlich immer für uns auch schon während der vergangenen 100 Folgen darüber nachgedacht, was machen wir denn? Und jetzt werden wir vorne kürzer und hinten länger. Genau, das ist jetzt der Schluss. Drauf gekommen oder drauf gebracht hat mich letztendlich der Sven Menke vom Kulinarikast, das ist ein Koch-Podcast aus meiner alten Heimatstadt Minden, wo ich geboren bin. Deshalb habe ich da so ein bisschen Auge drauf und der hat uns vor einiger Zeit entdeckt und hat dann 40 oder 50 Folgen am Stück gehört und hat dann gesagt, das sei sehr ermüdend gewesen, immer diese Einleitung zu hören, gerade von den alten Episoden, und das haben wir auch irgendwie, konnten wir dann ja, auch kann man einsehen nachvollziehen, ja. Und er sagt, er macht bei seinem Koch-Podcast jetzt auch einen offenen Teil, aber erst kocht er. Und dann macht er den offenen Teil und wer dann eben den offenen Teil nicht mehr hören will, sondern nur das Kochen haben will, der kann dann eben abstellen an der Stelle. Und das finden wir eigentlich eine ganz gelungene Geschichte. Und deshalb ab jetzt halt hinten länger, vorne kürzer. Und das Erste, was wir heute hier ankündigen wollen, ist nochmal etwas kurzfristig, weil natürlich die Folge letzte Woche ausgefallen ist, unser Hörertreffen am 2. Oktober. Da wollen wir uns mit euch in der Taverna Romana treffen. Am Schulterblatt 53 ab 19 Uhr hier in Hamburg, ein sendetes Lokal, und es haben sich auch schon einige Leute angemeldet, und wenn ihr noch kommen wollt, dann meldet euch bitte auf unserer Homepage an, indem ihr in dem Beitrag zum Hörertreffen einfach mit +1 kommentiert. Das haben schon andere Leute getan und dann können wir mal ein Bierchen trinken miteinander oder ein Teechen vielleicht, auch wenn die Rekonvaleszenz noch nicht so weit fortgeschritten ist. Und dann lernen wir hier auch mal unsere Hamburger Hörer kennen. Da freuen wir uns schon außerordentlich drauf. Total, das wird witzig, ja. Eine zweite Sache, die ich gebeten worden bin, noch kurz anzuführen, ist die Verleihung des Goldenen Brettes vom Kopf 2012. Das wird am 19. Oktober wieder verliehen. Das ist die zweite Verleihung. Das erste Mal ist das Goldene Brett an Herrn Straubinger verliehen worden mit seinem Film mit der Lichtnahrung. Darüber haben wir ja auch schon eine eigene Episode gemacht. Und verdientermaßen gewonnen. Verdientermaßen gewonnen. Also da wird also esoterischer, parawissenschaftlicher oder paramedizinischer Schwachsinn mit dem Goldenen Brett vom Kopf geehrt. Und dieses Mal findet die Verleihung am 19. Oktober statt. Ab 20 Uhr, und zwar im Veranstaltungssaal des Naturhistorischen Museums in Wien. Wenn wir leider nicht schaffen, was total schade ist. Weil Wien ja auch schön ist. Ja. Also insofern aber für alle diejenigen, die aus Österreich sind, die aus der Nähe von Wien sind, geht da mal hin. Und da gibt es also eine tolle Preisverleihung, unter anderem Mario Sixtus als Laudator, der in der Internet-Community genau, bekannt sollte, ist. Genau, sollte ein Begriff sein. Ja. Also insofern, die Science Busters werden vor Ort sein. Also da wird richtig ein schöner Abend sein. Und geht da mal hin. Ansonsten gibt es die Internetseite goldenesbrett.at und da könnt ihr sogar noch weiter Leute nominieren, auch für weitere Verleihungen, denn das wird ja ein regelmäßiger Preis sein. Also immer, wenn euch was Parawissenschaftliches unter die Füße läuft, dann könnt ihr da eine Nominierung aussprechen. Wie zum Beispiel vielleicht der Mensch, der die tolle Idee hatte, dass Kindergesang die A in Münster reinigen kann. Ah ja. Also das Flüsschen A in Münster, seit wir nicht mehr in Münster sind, scheint es da auch den Berg abzugehen, was parawissenschaftliche Dinge angeht. Aber wir können ja leider auch nicht überall sein, da müssen jetzt die Westfalen. Das ist natürlich eine ganz großartige Idee. Ja, da wird der Fluss dann rein, den Artikel kann ich auch nochmal nachher
verlinken im Forum, dann könnt ihr das nochmal durchlesen. Also das nochmal die Randinformationen und eine Sache in eigener Sache haben wir noch, Alexa, ne? Das hast du schön gesagt. Ja, ich wollte noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ich an den Black Sweet Stories per se zwar so nichts ändern wird, okay, das wäre jetzt auch keine Meldung wert, also es wird weiterhin primär ein Vorlesepodcast bleiben. Ich habe mir nur überlegt, weil ich jetzt so einen tollen Kontakt hergestellt habe zu einer jungen Dame, die kürzlich ihren ersten Roman veröffentlicht hat, dass man natürlich auch Werke von jungen Nachwuchsautoren lesen kann oder Stücke daraus, die bereits veröffentlicht haben. Und ich würde das dann damit anreichern, dass ich das Buch vorstelle, vielleicht eine kurze Rezension auch biete, ein bisschen Hintergrund und dann vor allen Dingen auch ein Interview mit dem Autor bzw. der Autorin biete. Das Ganze dann zwar als Special und eigene Folge, denn die Black Sweet Stories, wie gesagt, sollen primär ein Vorlesepodcast bleiben. Aber würde das Special dann relativ zeitgleich mit der Vorlesefolge veröffentlichen? So haben wir uns das bisher überlegt. Also wenn ihr neue Autoren oder junge Autoren kennt, die gerade was veröffentlicht haben, die wenig Werbebudget haben, was so der Fall ist, dann und die vielleicht thematisch in das Konzept der Black Sweet Stories passen, dann immer her damit. Dann sollen die sich mal bei uns melden. Da nehmen wir gerne Kontakt auf und vielleicht kann man da ja eine Nummer draus stricken. Mhm. Und ansonsten auch nochmal der Hinweis, wenn ihr tolle offene, lizenzfreie Literatur kennt, die Alexa vorlesen kann im Rahmen von Black Sweet Stories, dann auch immer bitte den Hinweis an uns, nur bitte, bitte denkt dran. Es muss wirklich lizenzfrei sein, das heißt also sowohl der Autor als auch der Autor der eventuell nötigen deutschen Übersetzung müssen mehr als 75 Jahre bereits das Zeitliche gesegnet haben, ansonsten darf ich das Ding nicht vorlesen. Das heißt, es kamen schon so tolle Vorschläge von euch, was ich alles so gerne machen würde, aber das funzt halt nicht, wenn ich es nicht machen darf. Da wären wir dann nämlich sofort eingesperrt und müssen Lizenzgebühren bis zum Sankt-Immerleins-Tag zahlen, weil die Verlage natürlich da auch die auditiven Rechte natürlich inzwischen an den Büchern sehr genau beobachten. Der Hörbuchmarkt ist ein sehr umkämpfter Markt. Und insofern achtet bitte, wenn ihr was schickt, auch darauf, wenn es dann eine Übersetzung von irgendwas ist, dass ihr guckt, wann das der Übersetzer gestorben ist. Gar nicht so einfach. Ich habe neulich von einer Sache von Poe, die ich unglaublich gerne lesen will, nach vielem Suchen eine deutsche Übersetzung gefunden. Und da war die Autorin, ich glaube, 60 Jahre tot. Und ich habe mich schwarz geärgert, wirklich, weil das gerade ein Stück ist, was so super toll ins Konzept passt. Ich meine, viele Sachen von Poe passen, aber das fand ich halt besonders toll. Aber dann muss ich entweder selber ran, was unfassbar viel Zeit in Anspruch nimmt, Zeit, die ich leider im Moment einfach nicht habe, oder ich muss eben was anderes lesen. In diesem Sinne haben wir jetzt auch genug geplänkelt und wünschen euch eine schöne Woche. Vielleicht sehen wir uns beim Hörertreffen am 2. Oktober. Und bis dahin bleibt mir nur eins zu sagen. Immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Huxilla ist eine Record Shoe Production aus dem Jahre 2012.